Ja, Leute, lasst uns über die kommenden Projekte reden. Was kommt als nächstes? Es gibt mehrere Themen, die ich mit euch anschneiden möchte. Eure Meinung bezüglich der Resident Evil Serie, bezüglich Sonic, bezüglich, was hat man da noch? Mario Party. Lasst uns mal eins nach dem anderen drüber reden. Nach Resident Evil 5 hieß es ja erstmal von Capcom aus, es kommt jetzt lange Zeit kein neues Resident Evil mehr. Man sagte damals sogar 8 Jahre. Hieß es irgendwie, vorher braucht ihr gar nicht an was Neues denken. Ja, ziemlich schnell vorbeigegangen, die 8 Jahre, würde ich sagen. Also 2012 geht wirklich einiges ab. Resident Evil-mäßig ist ja unglaublich. Ja? Also Resident Evil Revelations für den 3DS angefangen. Dann kommt Resident Evil Operation Raccoon City. Es kommt der 5. Kinofilm raus, nämlich mit Mila Jovovich, heißt es so. Und dann der neue Animationsfilm. Da gab es ja Resident Evil Regenerations. Und da kommt jetzt so Nachfolger. Und dann am Ende noch Resident Evil 6 für Xbox 360 und PlayStation 3. Sieht grafisch sehr gut aus. Ich habe da, glaube ich, auch in meinen Favoriten einen Trailer irgendwo. Müsst ihr mal suchen. Aber, ein bisschen Enttäuschung macht sich auch breit. Das sieht zwar geil aus und so. Das klassische Resident Evil muss es ja gar nicht werden, ja. Aber so Resident Evil 4, das ist ja schon das Moderne, aber das hatte noch Gruselfaktor und alles, ja. Also die großen Nachteile von Resident Evil 5, die großen Kritikpunkte, und das hat vielleicht Capcom auch vernommen, zu actionreich, zu hell, da kann man sich gar nicht richtig fürchten. Und auch der gute Wesker wurde da total verunstaltet, ja? Und das ist nicht mehr der Wesker, den wir aus Resident Evil 1 kennen. Ja, also auf jeden Fall ist sehr interessant, ich habe auch heute die M-Games bekommen, beziehungsweise gestern, die nächste Woche erscheint. Ihr wisst schon, die Zeitschrift, früher Maniac. Da ist auch ein Vorbericht zu Resident Evil 6 mit coolen neuen Bildern und so. Also mit mehr Fakten. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, der hört kurz weg. Ashley Graham ist natürlich dabei, die aus Resident Evil 4. Es ist so eine Art Best-of Resident Evil 1 bis 5, ja. Also es braucht jetzt keiner Let's Playen oder so wirklich, der die anderen Spieler noch nicht kennt. Genauso Operation Raccoon City spielt, erzählt die Hintergründe von Resident Evil 2 und 3. Also man merkt es schon am Intro, das ist das Intro von Resident Evil 2. Und erzählt, was dahinter geschah. Also das ist wirklich, man kehrt ja da nur zu Orten zurück, die man schon gesehen hat. Und das ist wirklich beeindruckend. Wenn es irgendjemand gibt, der das spielt, also der sollte schon wissen, dass man zuerst Resident Evil 2 und 3 spielen muss. Beziehungsweise mit Resident Evil 1 fängt es an. Das muss man wirklich gespielt haben. Ja, und das findet ihr alles auf meinen Kanälen. Resident Evil Zero, Resident Evil 1, sehr gute Gamecube-Version. Und auch Resident Evil 2. Dass ich Teil 4 gerade mache, ist ja kein Geheimnis. So, und ja. Es ist auch Weskers Bruder dabei. Habe ich damit zu viel verraten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Wesker musste ja sterben am Ende von Teil 5 in einem gemütlichen Lavabad. Und ja. Dann macht Teil 6 mit Weskers Bruder weiter, ja. War Capcom selbst schuld, sich den Hauptbösewicht endgültig zu töten, ja. Oder, ja, sie wollten ja erst kein neues Resident Evil 6 rausbringen. Wie gesagt, 8 Jahre Wartezeit. Vorher kann überhaupt nichts passieren. So, jetzt spinnt mein Computer gerade rum, weil ich habe da was gerendert. Hoffentlich wirkt sich das nicht auf die Aufnahme aus. Ich habe fertig gerendert. Diddy Kong Racing, haha. 19 Parts, wenn ich mich nicht täusche. Damit ist das Projekt beendet, also brandneu, während ihr das hört. Während diese Aufnahme hier ist Diddy Kong Racing, zack, Schlussstrich. Fertig gerendert. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich mir Resident Evil Operation Raccoon City anschaue. Ich bin nicht so der krasse Fan von Resident Evil 2 und 3. Die meisten von euch sind es mit Nemesis und so weiter und G-Virus. Aber wer keine Ahnung hat von Resident Evil 2 und 3, der muss die Finger davon lassen. Und vor allen Dingen, ja, eure Meinung ist mal gefragt. So schnell bekomme ich Teil 4 natürlich nicht fertig. Also wenn ihr Bock habt, beide zu sehen, dann sagt's mir. Oder schaut euch Dings an. Diverse Gameplays auf YouTube. Und bildet euer Urteil und schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr ein Let's Play dazu sehen? Weil es macht eigentlich genau das, was die Kritikpunkte von Resident Evil 5 tut es ja, weiter verschärfen. Ob Resident Evil 6 da besser ist, da wagen wir noch kein Urteil. Auf jeden Fall sind
Also man sagt ja, also in der M-Games steht zum Beispiel, jeder Charakter soll einen eigenen Abteil haben. Mit Leon ist man mehr so auf der Resident Evil 4-Schiene. Das finde ich sehr gut, dass man das halt so hat wie in Resident Evil 4, so ein bisschen gruselig. Und mit Chris dann wie in Resident Evil 5, so ein bisschen actionreich. Und man soll noch einen dritten Charakter steuern, der ist vielleicht ein bisschen für Rätsel oder sowas. So wie Resident Evil 0. Das fände ich super klasse. Also, das wären die Sachen. Also Resident Evil 6 müssen wir uns noch keinen Kopf drum machen, auf jeden Fall. Operation Raccoon City würde mich mal interessieren, ob euch da ein Let's Play zusagen würde oder nicht. Eure Meinung interessiert mich. Aber ich glaube nicht, dass die ausschlaggebend ist für meine Entscheidung. Ich glaube, das macht das sehr spontan. Mal sehen. Oder vielleicht nur ein Games-Test, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte man zumindest wissen, was dahinter steckt. Kommen wir zu Mario Party 9. Nachdem zuletzt die, alles sehr positiv klang nach Mario Party 9, also alle geben gute Wertungen und so. Also wenn ich jetzt die M-Games gelesen habe, ich muss mir natürlich mein eigenes Urteil bilden über das Spiel. Aber zu 99% stimme ich mit dem aus der M-Games überein. Die haben echt Ahnung. Und die haben halt wirklich geschrieben, das neue System mit dem Auto, wo ich persönlich mir gedacht habe, das ist doch gar nicht so schlimm, das wird bestimmt cool. Aber, nee. Auch die sind der Meinung, das hilft überhaupt nicht. Das macht das kaputt, sozusagen. Die Minispiele top, aber sonst, nee. Also muss man mal schauen. Auch da abwarten. Abwarten. Und was gibt's noch? Es gibt einen neuen Trailer zu Sonic 4 Episode 2. Also es gab ja schon mal einen Teaser, wo nichts gezeigt wurde. Aber jetzt wurde ein Trailer gezeigt. Ich würde ihn euch gerne zeigen. Aber ich tu's nicht, weil man da Copyright-Verstöße begeht. Auch als TGN-Mitglied hat man. Ist das ein sehr gefährliches Fegefeuer. Da sollte man die Finger von lassen. Auf jeden Fall findet ihr meinen Favoriten. Noch recht weit oben, eigentlich noch das aktuellste vielleicht. Den Sonic 4 Episode 2 Trailer. Damit spielt man natürlich wieder an auf ältere Sonic-Abenteuer. Auch da, wie Resident Evil 6 ein Best-of von Resident Evil 1 bis 5 ist, so ist Sonic 4 ein Best-of der Mega Drive-Teile. Nachdem Sonic 4 Episode 1 mehr so auf Sonic 1 angepeilt hatte, von den Zonen her und so, dachte man, Episode 2 geht auf Teil 2 ein. Das ist aber nicht so. Also wenn man sich den Trailer anschaut, das sind drei Zonen, die ich erkennen kann. Und das sind alle drei von Sonic 3. Das ist die Marble Garden Zone. Das ist die Ice Cap Zone. Und, jetzt habe ich es vergessen, Carnival Night. Ist natürlich weitläufig eigentlich, weil auch in Sonic 2 gibt es so eine Casino, aber in Sonic 3 ist es mehr so Freizeitpark. In Sonic 2 ist es mehr so Casino und in Sonic 3 ist es mehr so Freizeitpark. Und auch in Sonic 4 Episode 2 ist es mehr so Freizeitpark. So. Und da ist auch Metal Sonic dabei, der wie in Sonic CD da so ein Abteil bekommt. Das finde ich sehr gut gemacht. Und Tails ist mit am Start. Ich denke mal, das wird ganz gut. Was ich auch gesehen habe in dem Trailer, sind diese Fallschilder, diese Achtungsschilder. Jetzt kommt ein Abgrund. Das wurde ja mit Sonic Generations eingeführt. Finde ich gut. Zwar nicht so. Erst habe ich gedacht, aber es bewahrt einen wirklich vor unfairen Stellen. Ja? Das macht eigentlich Sinn. Und ich bin positiv. Ich bin zuversichtlich, dass Sonic 4 Episode 2 gut wird. Bei Episode 1 gab es ja Kritik, also ich habe vor allen Dingen gemerkt beim Spielen, ich habe es ja blind Let's Played damals, im Jahr 2010, Oktober 2010, wo es rauskam, dass er sich nicht mehr so steuern lässt. Zum Beispiel, du läufst nach rechts und wenn du dann nach links steuerst, ist er sofort stehen geblieben. Das hat mich total aufgeregt. Oder nicht unbedingt, nicht. Sogar wenn du nur nach rechts läufst und loslässt. Dann ist er in den Mega Drive-Teilen noch weitergelaufen. Langsamer. Aber der ist sofort stehen geblieben, Sonic 4. Und da gab es so mehrere Kleinigkeiten, die haben mich persönlich gestört. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Und da würde ich mich auch gerne dran gewöhnen. Eure Meinung ist gefragt, ob ich, Achtung, Sonic the Hedgehog 4 Episode 1 nochmal Let's Playen möchte. Ich würde eigentlich sagen, ja. Ich bin auch momentan dafür.
dass ich das bei Zeit nochmal mache. Ist ja ein sehr kurzes Projekt. Selbst damals mit den 12-Minuten-Parts in etwa waren das nur 11 Parts, wenn ich mich recht erinnere. Und es war blind. Also ich habe wirklich auch mal 2-3 Parts nach irgendwas gesucht. Muss man die Chaos Emeralds sammeln? Ich würde es vorher nochmal privat zocken, damit ich ein bisschen das Gefühl dafür habe. Und damit euch nochmal in guter Quali aufnehmen und mit gutem Kommentar, weil damals habe ich ein bisschen schlechter kommentiert. Das war 2010 und die Quali war halt nicht so. Und deswegen würde ich es gerne neu aufnehmen. Eure Meinung, wollt ihr es nochmal sehen? Ist ja nicht lang, ja, ist nur kurz. Auf jeden Fall kommt jetzt bald Sonic 3 und Knuckles, der Reupload. Unbedingt reinschauen, bitte, Leute, tut mir den Gefallen, guckt euch ein bisschen die Reuploads an. Ich habe mal bei Conker ein bisschen mehr erhofft, weil das ist ein geiles Spiel und damals war es schon ein bisschen... Ich fand's, es wurde ein bisschen verkannt. Und Neosan LPM ist inzwischen größer als Let's Play Markus damals war, als Conker das erste Mal lief. Deswegen habe ich gedacht, da kommt vielleicht der Aha-Effekt. Ach, weit über 1000 Views sind es nicht gekommen. Also Mario Bros. 3, Mario World, Luigi's Mansion waren deutlich erfolgreicher, was das angeht. Ja, schade. Ich habe das Gefühl, Conker, da erkennen viele nicht die Genialität. Die alten, die älteren Herrschaften sehen das und denken, oh, wie kindisch. Und die Jüngeren, die denken auch wie eklig oder verstehen die Filmparodien nicht oder. Wenn ich sowas lese. Hey, das ist geklaut von Alien, das ist geklaut von Matrix. Ah, naja. Lassen wir es. Conker ist vorbei, so gut wie vorbei. Ihr könnt auch heute den Part gerne mal anschauen, weil der ist geil. Und morgen gibt's in den letzten Part von Conker. Dann geht's weiter mit Sonic 3 Knuckles, denk ich mal. Hm? Und Pokémon Gold Freegatter geht dem Ende zu. Das Ganze hat 67 Parts und wir sind bei Part 62, glaube ich. Kommt heute bei Regi, müsste normalerweise. Und Part 67, ich habe es schon mal erwähnt. Ich sag's auch gerne nochmal. Ja, vielleicht ist es ein bisschen gespoilert, aber egal. Da kommentieren wir zusammen. Über eine halbe Stunde Markus und Regi und Fokker zusammen. Das wird episch. Finde ich ein sehr schöner Part. Auch wenn die Views da massiv nachlassen. Klar, ihr habt jetzt alle genug vom Freegatter gesehen. Aber den letzten Part auf keinen Fall verpassen. Ich schreibe das zwar auf den Bulletins, nicht verpassen. Aber diesmal, echt, das ist ein Stück Let's Player-Geschichte. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen bei dem Bullshit, was wir erzählen. Aber was gibt's noch? Games Test. Da mache ich jetzt jetzt am Wochenende auch den zweiten Games-Test, beziehungsweise sieben Games-Tests habe ich jetzt auf Lager. Verdammt unterschiedliche Sachen, das gibt's gar nicht. Auf jeden Fall, der zweite Games-Test ist ein Ego-Shooter. Mehr will ich nicht verraten, ein Ego-Shooter. Das kann alles sein, das kann alles sein. Es ist brandaktuell, es ist ein bisschen älter, es ist ganz alt. Ich sag's nicht. Welche Konsole? Ich sag's nicht. Ist auch nicht Metroid Prime, nein. Ist auch nicht Battlefield oder auch kein Call of Duty, nein. Was ganz anderes. So, habe ich bislang jetzt alles gesagt? Ich gucke nur kurz in meinem Ordner. Was für Projekte laufen denn momentan noch? Was ich noch erwähnen könnte, der Kanal TGN Germ verändert sich ein bisschen. Da wird das Programm umgestellt. Es ist halt so, dass auch TGN, also ich versuche das mal zu erklären für diejenigen, die keine Ahnung haben. Natürlich verdient auch TGN an unseren Videos mit. Wie viel, das sei nicht verraten. Vor allen Dingen nicht wegen der Konkurrenz. Aber ich sag mal so, es wird jetzt so gemacht, wenn ich jetzt ein Projekt mache, zum Beispiel Banjo-Kazooie aktuell, und ich muss euch immer nur darauf aufweisen, nur wenn ich euch sage, Leute, geht auf das Video, guckt es euch an, nur dann tut ihr das. Oder die meisten von euch. Das ist halt ein bisschen traurig. Wenn ich das nicht sage, dann gibt es viel, viel weniger Views. Das ist schade. Dazu habe ich auch die Shows entworfen. Ihr könnt bei jedem Video unten rechts oder recht mittig halt auf das Symbol klicken, auf die Grafik und dann die Show abonnieren. Vor allen Dingen bei den Projekten auf TGN macht das Sinn. Ja, und Banjo-Kazooie ist cool. Wario Land habe ich fertig aufgenommen, 13 Parts. Aber Banjo-Kazooie habe ich 11 Parts. Da bin ich wo? Da habe ich gerade die Eiswelt fertig gemacht.
Da werde ich noch weiter aufnehmen, aber ich würde mich vor allen Dingen freuen über eure Unterstützung. Und deswegen wird es in Zukunft ablaufen, dass auf TGN German... Ja, auf jeden Fall werden die Projekte fertig gemacht. Das ist glasklar. Also es gilt nicht nur für mich, das gilt jetzt für alle. Was aus dem Kanal wird, werdet ihr sehen. Vor allen Dingen ist ein neuer Background geplant, der wirklich cool ist. Und wer das wissen will, der geht einfach auf den Kanal, der nur TGN heißt. Das ist der amerikanische Kanal, auch TGN Central genannt. Also oben www.youtube.com/TGN. TGN. Und dann seht ihr den Kanal. Und so soll auch der German-Kanal aussehen. Mit anklickbaren Faces. Das ist ganz lustig. Ach, ich find's schön. Momentan ist einfach alles cool. Wovon ich auch sehr viele Parts habe, ist New Super Mario Bros. DS. Da bin ich schon in Welt 7 nach wie viel Parts? 25. Pokémon Bloody Blood, da mache ich 31 Parts. Wovon ich am wenigsten habe, das ist Resident Evil 4. Das ist halt ein bisschen aufwendiger aufzunehmen. Und das muss man dann mal sehen. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Eure Meinung zu den einzelnen Sachen bitte unten hinschreiben. Wenn ihr es schon wieder vergessen habt, dann guckt das Video von neu. Und ja, freut euch auf coole Games-Tests und Let's Plays. Ja, so viel dazu. Tüdelü!